Hat ein neues Auge im All. Das James-Webb-Weltraumteleskop wird für viele Jahre die perfekte Maschine der Astronomie sein. Mit dem Instrument können die Forscher tiefer und genauer ins All schauen als je zuvor. Sie wollen die Frühgeschichte unseres Universums erkunden, auf den Spuren der ersten Galaxien und Sterne. Die Bilder, die das Superteleskop liefert, erschließen eine ganz neue Dimension in der Beobachtung des Universums und versetzen die Astronomen in staunende Begeisterung. Seit Tausenden von Jahren schauen die Astronomen in den Nachthimmel und studieren die Sterne. Dabei haben sie allerdings einige Probleme, denn das können sie nur nachts machen. Außerdem gibt es diese störende Atmosphäre, die zum Flimmern der Sterne führt. Und drittens, seit etwa 100 Jahren gibt es dieses Streulicht der Städte. Das hat sich schlagartig mit den Weltraumteleskopen geändert. Wir können heute 24 Stunden am Tag Sterne beobachten. Es gibt nicht mehr dieses Streulicht. Und ganz wichtig ist, die störende Atmosphäre gibt es dort oben nicht. Und deswegen können wir die ganze Vielfalt des Sternenlichts heute sehen. Vom Infraroten über das optische UV-Licht bis hin zum Röntgenlicht. Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana. Dezember 2021. Nach über 20 Jahren Bauzeit wird eine Ariane 5 Rakete das James Webb Weltraumteleskop ins All schießen. Wenn man so einen Satelliten wie das James Webb Space Teleskop bekommt und weiß, was da dahinter steckt und wie viel Verantwortung man hat, auch gegenüber einem Partner wie der NASA, das muss einfach gut gehen. Da kann man keine Fehler machen. Und ich kann Ihnen sagen, da ist man schon angespannt und man schwitzt schon ordentlich, wenn man an der Startrampe steht und wenn man sieht, dass der Countdown läuft, auf null runtergeht und der Start stattfindet. 6, 5, 4, 3, 2, Unité, Top! Es ist ein Bilderbuchstart, mit dem die Ariane 5 das James Webb Weltraumteleskop am 25. Dezember 2021 in Richtung All trägt. Der Einschuss in den Orbit ist so präzise, dass das Teleskop keinen Treibstoff für Korrekturen verbraucht. Die Einsatzzeit erhöht sich so von 10 auf mindestens 20 Jahre. Die Verantwortlichen sind stolz. Ein Satellit von dieser Größe und dieser Wichtigkeit, den die NASA ja in Führerschaft gebaut hat, ist natürlich ein Juwelstück. Und dieses Juwelstück will man natürlich ganz sicher dorthin transportieren, wo es gebraucht wird. Per Schiff ging es für das in den USA gebaute Teleskop zu seinem Startplatz nach Südamerika. Dort wird es nach letzten Tests auf die Spitze der Rakete gesetzt. Das James Webb Weltraumteleskop ist das bisher teuerste und leistungsfähigste Instrument der Astronomie. Ein Gemeinschaftsprojekt der US-amerikanischen NASA, der europäischen ESA und der kanadischen Raumfahrtbehörde CSA, wobei die führende Rolle bei den Amerikanern liegt. Die Tatsache, dass die NASA und der ESA anvertraut hat, dieses James Webb Space Telescope mit einer Ariane 5 Rakete zu starten, ist ein großer Ausdruck des Vertrauens, das die NASA uns gegeben hat. Die Frühphasen unseres Universums erkunden. Das ist eine der Hauptmissionen des James Webb Weltraumteleskops. Einen wichtigen Part wird auch die Beobachtung von Sternen und Planeten innerhalb unserer Galaxie einnehmen. Und der Blick in die Atmosphären extrasolarer Planeten. Die Wissenschaftler sind begeistert von ihrem neuen Instrument.
Wir haben ein fantastisches Foto von einem Sternentstehungsgebiet bekommen. Das war sozusagen das Geburtstagsfoto nach einem Jahr Wissenschaft von James Webb. Da kann man stundenlang davor sitzen, man kann sich Teile verstärkt ansehen. Aber wir bekommen nicht nur Fotos, sondern wir bekommen auch Spektren. Und die sind oft für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interessanter als die Fotos selbst. Die Forscher mussten lange auf ihr neues Instrument warten. Die Entwicklung des Teleskops begann bereits im Jahr 1996. Der Bau startete dann im Jahr 2004. Die Kosten explodierten und das Projekt stand kurz vor einem Abbruch. Gut 10 Milliarden Dollar hat es am Ende gekostet, weit mehr als veranschlagt. Das Teleskop, das die Astronomie verschlungen hat, wurde das James-Webb-Teleskop deswegen von seinen Kritikern genannt. Wir haben gesehen, dass das Projekt verzögert war und vor allen Dingen dadurch verzögert war, dass die technischen Schwierigkeiten unterschätzt wurden. Und es gab natürlich Phasen, wo man sich fragte, ist das Projekt überhaupt machbar und auch finanzierbar? Aber wir haben es geschafft und jetzt fliegt es im Weltraum und ist super erfolgreich. Die Technologie des neuen Teleskops ist einzigartig. Es ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Und das James-Webb-Weltraumteleskop ist groß. Um an Bord des europäischen Raumfrachters Ariane 5 zu passen, muss das Teleskop mit seinem riesigen Spiegel zusammengefaltet werden. Ein Origami fürs All, das erst im Weltraum wieder entfaltet wird. Stück für Stück werden die einzelnen Baugruppen des Teleskops in Position gebracht. Ein komplexer Vorgang, der 2 Wochen in Anspruch nimmt. Zunächst wird der riesige, mehrlagige Sonnenschild aufgespannt. Erst dann folgt der Sekundär- und danach der riesige Hauptspiegel. Danach werden die Instrumente langsam auf Betriebstemperatur heruntergekühlt. Das selbstständige Entfalten im All war nach dem Start die heikelste Phase bei der Inbetriebnahme des Teleskops. Am Ende fliegt das größte jemals im All stationierte Observatorium durch den Raum. Es sind über 50 Elemente, wo es nur einen einzigen Fehler hätte geben müssen und das Teleskop hätte nicht funktioniert. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass ich mich niemals in ein Flugzeug setzen würde, wenn der Pilot sagt, ich habe hier 50 Elemente, die, wenn die versagen, dann stürzen wir ab. Das neue Superteleskop bedeutet eine Revolution in der Astronomie. Nach dem Erfolg des Hubble-Weltraumteleskops ist James Webb der nächste große Schritt in der Erforschung des Universums. Von Beginn an liefert es atemberaubende und faszinierende Aufnahmen. Die Forscher begeben sich mit dem James-Webb-Weltraumteleskop auf eine Zeitreise, die sie mehr als 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit führt. Wir sind imstande, hier Messungen durchzuführen, die 300 Millionen Jahre nach dem Urknall stattgefunden haben. 300 Millionen Jahre im Vergleich zu 14 Milliarden knapp des gesamten Universums. Und das ist natürlich sensationell, weil wir hier fast die Zeit nach der Geburt, nach dem Urknall des Universums sehen können und dadurch auch sehen können, wie das Universum sich ausgedehnt hat und einzelne Galaxien sich formiert haben und entstehen. Nie zuvor konnten die Menschen so tief und exakt ins All blicken. Die Forscher wollen mit dem James-Webb-Teleskop die allerersten Sterne und Galaxien finden. Sie wollen das Universum so sehen, wie es vor über 13 Milliarden Jahren aussah. Mit ihrem neuen Instrument sind die Forscher auf der Suche nach dem ersten Licht, dem Licht der Urgalaxien, die bereits 300 Millionen Jahre nach dem Urknall das bis dahin stockdunkle Universum erhellten. Was kann das James-Webb-Teleskop eigentlich besser als das Hubble-Teleskop? Es sind 2 Dinge. Das erste ist, es kann 6-mal mehr Licht einfangen
Und deswegen kann es viel lichtschwächere Sterne und Galaxien sehen und das zudem noch dann mit besserer Detailschärfe. Zweitens, es sieht weiter in das Infrarote hinein und deswegen weiter in die Vergangenheit unseres Universums bis hin zu den Anfängen der Sterne und Galaxien. Wird deswegen das Hubble-Teleskop überflüssig? Nein, man könnte das so sehen. Die beiden werden sich die Aufgaben teilen. Das Hubble-Teleskop schaut sich die näher liegenden Sterne an und das James-Webb-Teleskop die weiter entfernt liegenden Sterne. Wie sieht das Ende des Hubble-Teleskops aus? Nun, bis etwa Anfang der 30er Jahre, wenn alles gut geht, wird es operativ bleiben. In der Zeit wird es durch den Restluftwiderstand immer näher zur Erde kommen, bis es etwa Ende der 30er Jahre in der Atmosphäre verglühen wird. Das Weltraumteleskop Hubble hatte einst eine komplett neue Perspektive auf das Universum eröffnet. Hubble arbeitet im sichtbaren Licht, aber auch im ultravioletten und nahem Infrarotbereich. Zur Verdeutlichung werden die Aufnahmen meist überlagert und eingefärbt. Das Ergebnis sind seine bis heute so faszinierenden Bilder unseres Universums. Es waren diese Bilder, die auch den Laien den Kosmos ein Stück näher brachten. Das Hubble-Teleskop hat ja unsere Vorstellung vom Universum komplett revolutioniert. Nicht nur, dass wir jetzt das Alter des Universums kennen, wir kennen die Ausmaße des Universums. Wir haben Planeten entdeckt. Wir haben eigentlich überall, wo wir hingeguckt haben, mit dem Hubble-Teleskop neue Sachen entdeckt. Das heißt, diese gigantische Größe des Universums, die ist uns, glaube ich, durch das Hubble-Teleskop erst das erste Mal richtig klar geworden. Mehr als 30 Jahre nach seinem Start ins All ist das Hubble-Weltraumteleskop noch immer im Einsatz. Auch Hubble führte damals in eine neue Ära der Beobachtung, von der die Astronomen bis dahin nur zu träumen wagten. Die Forscher konnten mit Hubble nun Regionen des Weltalls erkunden, die für sie vorher völlig unzugänglich waren. Für lange Zeit ist das im Erdorbit kreisende Teleskop das mächtigste Instrument der Astronomie. Hubble hat Entdeckungen gemacht, die die Forscher nicht vorhergesehen haben. Und es liefert bis heute Bilder von bizarrer und atemberaubender Schönheit. Skulpturen aus Gas und Staub, gebildet von gestorbenen Sternen. Wunderbare Bilder sogenannter planetarischer Nebel. Erst das Weltraumteleskop Hubble ermöglichte einen exakten Blick ins höchstdynamische Zentrum unserer Milchstraße. Es lokalisierte und visualisierte die Geburtsorte neuer Sterne. Und es lieferte den Nachweis, dass sich im Zentrum wohl jeder Galaxie ein riesiges, massereiches schwarzes Loch befindet. Mit dem Hubble-Weltraumteleskop haben die Astronomen das Alter unseres Universums bestimmt und zum ersten Mal die Atmosphären extrasolarer Planeten untersucht. Hubble hat das Wissen über unser Universum komplett erneuert und gleichzeitig neue Forschungsfelder geschaffen. Das Interessante dabei ist, dass man ja immer Teleskope baut für bestimmte Ziele. Man möchte da bestimmte Wissenschaftsziele erreichen. Auf die Art und Weise definiert man die Technik, die in diesen Teleskopen vorhanden ist. Aber dann findet man viele Dinge, die ganz anders sind, die man gar nicht erwartet hat. Und ich glaube, das ist auch das, was man jetzt bei James Webb erwarten kann, dass man viele überraschende Dinge findet. Ein großer Unterschied zwischen den beiden Weltraumteleskopen Hubble und James Webb ist ihr Standort im All. Das Hubble-Teleskop kreist in rund 540 Kilometern Höhe um die Erde. Das ermöglichte Reparaturen und Servicemissionen. Das James-Webb-Teleskop befindet sich dagegen in einer Entfernung von 1,5 Millionen Kilometern von der Erde entfernt. In einem Orbit um die Sonne auf dem sogenannten Lagrange-Punkt 2, auch Librationspunkt 2 genannt. Ein Ort des Gleichgewichts in der Himmelsmechanik, eine Art Parkplatz im Sonnensystem. Der L2-Punkt ist ganz besonders und das nutzt man aus. Warum? Wenn sich das
James-Webb-Teleskop an diesem Punkt befindet, hat es die Erde, den Mond und die Sonne im Rücken. Und weil es ein großes Hitzeschild hat, befindet es sich deswegen ständig im Schatten. Und deswegen kann man es dann bei minus 225 Grad Celsius halten. Und das ist enorm wichtig dafür. Es hat allerdings auch einen Nachteil. Denn wenn man uns an diesem Punkt befindet, dann schattet die Erde die Sonnenstrahlen ab und man hätte keinen Strom auf dem James-Webb-Teleskop. Und das geht natürlich nicht. Und deswegen bewegt man sich auf einem kleinen Kreisorbit um diesen L2-Punkt. Und zwar so, dass man ständig die Sonnenstrahlen sieht. Und es hat den zweiten Vorteil, dass man dann auch besser mit der Erde kommunizieren kann. Das James-Webb-Weltraumteleskop kann viel weiter in die Vergangenheit des Kosmos schauen, als das Hubble-Teleskop es vermag. Bereits die ersten Bilder, die das Teleskop lieferte, ließen die Forscher staunen und auf neue Entdeckungen hoffen. Die bisher ältesten vom Hubble-Teleskop gefundenen Galaxien stammen aus der Zeit etwa 500 Millionen Jahre nach dem Urknall. Die Forscher gehen davon aus, dass sie mit ihrem neuen Instrument eine ganze Anzahl von Galaxien aus der Zeit vor der Reichweite Hubbles finden sollten. Und James Webb erfüllt ihre Hoffnungen. Das Teleskop erfasst das schwache Licht von Galaxien in extremer Entfernung, die sich bereits 300 bis 500 Millionen Jahre nach dem Urknall gebildet haben. Mit ihrem neuen Instrument lernen die Forscher mehr über weit entfernte Galaxien und damit auch über die Entstehung, die Struktur und die Entwicklung unseres Universums. Auf der einen Seite wollen wir wissen, wie Galaxien entstehen. Wir leben in einer Spiralgalaxie. Wir sehen ganz viele Galaxien, wenn wir in das frühe Universum hineinschauen. Aber wir wissen auch, dass ganz am Anfang das Universum vollkommen homogen war. Das heißt, wie entsteht aus dieser homogenen Struktur eine Galaxie? Das ist die erste Frage. Und das bedeutet natürlich, dass wir Galaxien möglichst ganz jung in der Frühphase des Universums untersuchen wollen. Und diese Galaxien sind sehr schwach in ihrem Licht. Das heißt, wir brauchen ein Teleskop, was besonders leistungsfähig ist. Das nächste, was wir verstehen wollen, ist, wie kommen eigentlich alle Elemente in unserem Körper? Wasserstoff und Helium ist im Urknall entstanden. Alle anderen Elemente sind in den Sternen entstanden. Wir wollen wissen, wie diese Sterne entstehen und wie sie sich entwickeln und später diese Elemente in das Universum wieder abgeben. Trotz seiner Dienstzeit von über 30 Jahren und der Stationierung von James Webb im All liefert Hubble weiterhin wichtige Erkenntnisse. 150 Gigabyte Daten generiert es täglich für die Wissenschaft. Am Ende geht es auch um die Entdeckung von außerirdischem Leben im All. Mit dem James-Webb-Weltraumteleskop hoffen die Forscher, diesem Ziel einen großen Schritt näher zu kommen. Ich habe um eine Unze Gold gewettet. Ich weiß gar nicht, was eine Unze Gold ist. Ich habe um eine Unze Gold gewettet, dass man eher Leben im Universum entdecken wird, als dass ein Mensch einen Fuß auf den Mars setzen wird. Wenn man Planetenatmosphären jetzt spektroskopieren kann, irgendwann wird man eine Atmosphäre finden, die ganz komisch zusammengesetzt ist, wo man sagt, also das können wir uns nur noch erklären durch biologische Aktivität. Da bin ich von überzeugt. Und ich bin 58 und ich hoffe, man ist schnell. Ja, also das würde ich gerne noch miterleben. Mit dem erfolgreich in Betrieb genommenen James-Webb-Weltraumteleskop eröffnen sich den Forschern auch neue Wege. Sie haben nun zwei Augen im All, die eine jeweils andere Sicht ins Universum ermöglichen. Die Forscher kombinieren die Daten der beiden Teleskope und gewinnen dabei ungewöhnlich detailreiche Einblicke in unser Universum. Durch das gemeinsame Abdecken eines weit größeren Teils des elektromagnetischen Spektrums ergänzen sich die beiden Instrumente. So wollen die Astronomen die Eigenschaften kosmischer Objekte noch besser verstehen. Hubbles scharfes Auge im sichtbaren und ultravioletten Licht wird durch die Daten aus dem infraroten Bereich erweitert, die das James-Webb-Weltraumteleskop liefert. Was ist das Besondere am James-Webb-Teleskop? Es sind zwei Dinge. Zunächst erstmal kann es viel weiter ins Infrarote schauen.
Warum ist das Infrarote so interessant? Nun, als die Galaxien mit ihren Planeten entstanden, also in ihrer Frühphase, strahlten sie noch kein sichtbares Licht ab, weil sie nämlich noch keinen Wasserstoff fusionierten. Was dabei passierte, ist, dass die Urwolke kollabierte, dabei immer heißer wurde, einige hundert Grad Celsius, und dabei Wärmestrahlung abgibt, so wie eine heiße Herdplatte. Und genau das kann das James-Webb-Teleskop sehen. Außerdem ist es so, dass das James-Webb-Teleskop viel empfindlicher ist. Das heißt, es kann die sehr schwache Strahlung der ersten Galaxien am Anfang des Universums noch sehen. Also erst diese Kombination von Empfindlichkeit und Infrarotmöglichkeit macht es uns möglich, die ersten Galaxien am Anfang unseres Universums sehen zu können. Ihr neues Instrument beschert den Wissenschaftlern Aufnahmen in vorher nicht geahnter Qualität. Wie in dieser James-Webb-Aufnahme der Zwerggalaxie NGC 6822, auch Barnards-Galaxie genannt, die Millionen von Sternen in unglaublicher Detailschärfe zeigt. Webbs Infrarotaugen enthüllen auch die turbulente Phase der Sternentstehung. Während ein Babystern wächst, stößt er über seine Pole sehr schnelle Gasjets aus. Kurzlebige Gebilde, die durch die Kollision der Jets mit interstellarer Materie entstehen und die Astronomen als Herbig-Haro-Objekte bezeichnen. 6,5 Meter Durchmesser hat der Hauptspiegel des Teleskops. Die Spiegelsegmente sind mit einer Goldschicht bedampft und zusätzlich mit einer Siliziumschicht zum Schutz. Trotzdem gab es bereits einen kleinen Schaden durch einen seltenen größeren Mikrometeoroiden. Wir haben festgestellt, dass das keinen Einfluss wirklich auf die Qualität der Messungen hat. Die werden perfekt durchgeführt, aber es ist ein kleiner Schönheitsfehler, wenn man das so nennen kann. Es ist wie beim Neuwagen. Es tut einem furchtbar leid, dass das Glanzstück einen kleinen Kratzer mittlerweile hat. Allerdings die Funktionsfähigkeit und Tüchtigkeit ist vollgegeben. Die Konstruktion des rund 700 Kilogramm schweren Hauptspiegels und besonders das Polieren seiner einzelnen Segmente galt als die schwierigste technische Herausforderung beim Bau des James-Webb-Weltraumteleskops. Eine der größten Hürden bei der Planung war dabei das Gewicht. Deswegen wurden die Elemente aus Beryllium gefertigt. Das seltene Metall ist leicht, besitzt aber eine hohe Steifigkeit. Zum Transport und zur Montage bekommen die einzelnen Elemente eine perfekt angepasste Schutzabdeckung. Der fertige Spiegel hat eine Fläche von rund 25 Quadratmetern. Der Sekundärspiegel des Teleskops ist auf einer Stützstruktur vor dem Hauptspiegel montiert. Die gesamte Entfaltungssequenz des Spiegelsystems wurde bereits am Boden getestet. Neben dem Gewichtsvorteil zeigt das für die Spiegelelemente verwendete Beryllium kaum Formveränderungen bei Temperaturänderungen im eiskalten All. Nach 2 Wochen Flug ist der Spiegel dann für erste Ausrichtungstests genügend abgekühlt. Beryllium ist ein sehr seltenes Metall. Das wird nur an wenigen Stellen der Erde überhaupt gefördert. Beryllium ist aber auch ein ganz besonderes Metall. Es ist leichter als Aluminium. Das ist sehr wichtig, denn der Spiegel von James Webb ist ja wesentlich größer als der von Hubble. Das Gewicht ist aber kleiner als der Spiegel von Hubble, weil man Beryllium einsetzt. Es ist viel härter als jedes andere Metall. Insbesondere bei niedrigen Temperaturen verzieht sich es nicht. Und deshalb ist Beryllium der tolle Werkstoff für James Webb. Die zweite Auffälligkeit des Teleskops ist der riesige Hitzeschild. Ein Sonnensegel aus 5 hauchdünnen Lagen des Spezialkunststoffs Kapton. Dünner als ein menschliches Haar. Das Kapton verleiht ihm eine leicht rosa Färbung und eine hauchdünne Beschichtung aus Aluminium reflektiert das Sonnenlicht. Das erfolgreiche Auffalten des Sonnensegels war ein entscheidender Moment bei den Bodentests des Teleskops. Die Entfaltung im All gehörte dann zu den kritischsten Momenten bei der Inbetriebnahme von James Webb. Das 14 x 21 Meter große Sonnensegel sorgt dafür, dass die Temperatur am Teleskop konstant minus 233 Grad Celsius beträgt.
Die vier Instrumente des Teleskops werden mit den an Bord befindlichen Kühlsystemen sogar noch weiter abgekühlt, um exakte Messungen zu garantieren. Die Kühlung der Instrumente ist bei Infrarotteleskopen zwingend erforderlich. Jede in der Nähe befindliche Wärmequelle erzeugt im Infraroten ein Empfangsrauschen und würde so das aufgenommene Bild verfälschen. Man möchte mit diesem Teleskop im Infraroten beobachten. Und jeder von uns hat schon mal Infrarotlicht erlebt. Nämlich an einem warmen, schwülen Sommertag fühlen wir uns unwohl. Und der Grund dafür ist, dass die Wassermoleküle Strahlung abgeben und wir in diesem Strahlungsbett sind. Da wir aber jetzt Wassermoleküle bei anderen Planetensystemen beobachten wollen, möchten wir natürlich nicht, dass das Teleskop selbst Strahlung abgibt. Das James-Webb-Teleskop ist eine komplexe Maschine. Neben einer zentralen Versorgungseinheit gibt es Systeme zur Lagekontrolle, zur Kommunikation, zur Wärmeregulierung. Dazu Antriebe und der dazugehörige Treibstoff. 2 Wochen dauerte es, bis das Teleskop zur nächsten Phase der Inbetriebnahme bereit war, der Ausrichtung der Spiegel und der Kalibrierung der Instrumente. Im Sommer 2022 war es dann soweit. Etwas mehr als ein halbes Jahr nach dem Start liefert das James-Webb-Weltraumteleskop die ersten Bilder. Seitdem beeindruckt das Teleskop immer wieder aufs Neue mit den Daten, die seine Instrumente zurück auf die Erde schicken. Von Beginn an verblüfft James Webb mit Aufnahmen von Galaxien, Gas- und Staubwolken und Sternbildungsgebieten in vorher nie gesehener Detailliertheit. Und natürlich gehört zu den ersten Aufnahmen auch eine Neufassung der berühmten Pillars of Creation, den Säulen der Schöpfung. Eine beeindruckende Formation aus Gas und Staub, die die Sternentstehungsregion des Adlernebels bildet. Die Kombination aus Daten der beiden Hauptinstrumente des James-Webb-Teleskops erlauben einen neuen Blick auf die Region. Im nahen Infrarot erstrahlen die jungen Sterne, während die im mittleren Infrarot gewonnenen Daten mit den Gas- und Staubwolken das Ausmaß ihrer Geburtsstätte festhalten. Ein faszinierender Einblick in die Kinderstube neuer Sternensysteme. Was für wunderschöne, farbige Bilder. Aber genau das sollte uns stutzig machen. Sieht das wirklich so aus, wenn wir von der Erde durch ein optisches Teleskop schauen würden? Nee, überhaupt nicht. Wir würden einfach nur diese weißen Punkte als Sterne sehen. Was machen die Astronomen? Nun, das sind Infrarotbilder. Sie ordnen jeder einzelnen Infrarotwellenlänge eine andere Farbe zu. Und dadurch entsteht dieses wunderschöne, farbige Bild. Mit anderen Worten, wenn wir Infrarot sehen könnten, erst dann sehe es genau so aus. Das James-Webb-Teleskop ist mit 4 wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet, die hinter dem Hauptspiegel im sogenannten Wissenschaftsmodul, dem Integrated Science Instrument Module, untergebracht sind. 2 der Instrumente sind Kameras, eine für den nahen, die andere für den mittleren Infrarotbereich. Dazu kommen 2 Spektrometer, die das eingefangene Licht in seine Bestandteile zerlegen und damit erlauben, Moleküle und Atome nachzuweisen. MIRI, das Instrument für den mittleren Infrarotbereich, verfügt über eine Kamera und einen Spektrographen. Im Instrument befindet sich ein Filterrad mit optischen Elementen zur Eingrenzung der Bereiche von Wellenlängen. Diese Filter machen die Kamera zu einem wissenschaftlichen Instrument, mit dem die Forscher unter anderem mehr über das Baumaterial herausfinden wollen, welches Planeten in ihren Geburtsstätten den Scheiben aus Gas und Staub um junge Sterne vorfinden. Wenn man Objekte beobachten will, dann will man die natürlich nicht nur bei einer Wellenlänge beobachten, sondern bei mehreren. Man will auch vielleicht optische Elemente einschieben, zum Beispiel einen sogenannten Chronographen, um Zentralsterne vom Planetensystem abzudecken und dann die Planetensysteme beobachten zu können. Und wir haben hier in Heidelberg für 2 der Instrumente, NIRSPEC und MIRI, alle Mechanismen entwickelt. Und das ist besonders schwierig, denn diese Mechanismen müssen bei sehr niedrigen Temperaturen arbeiten.
Und ich glaube, jeder kann das mal versuchen. Er kann einfach ein Fahrrad tief abkühlen, dann wird sich nichts mehr bewegen. Wir müssen aber garantieren, dass sich dieser Mechanismus viele Male bewegt und das über 20 Jahre und er soll natürlich nie ausfallen. Nicht nur das Teleskop, auch die einzelnen Instrumente sind Meisterwerke der Ingenieurwissenschaften. Das wortwörtlich coolste ist dabei MIRI. Es benötigt eine Betriebstemperatur von knapp minus 267 Grad Celsius. MIRI beherbergt einen Bildgeber und ein Spektrometer gleichzeitig. Dafür brauchte es ein ausgeklügeltes Design, um mit dem stark begrenzten Platz auszukommen. Das Instrument verwendet für die Kamera und den Spektrographen jeweils einen eigenen Lichtweg. Das im mittleren Infrarotbereich arbeitende Instrument bietet enormes Potenzial bei der Erforschung der Sternentstehung, den Eigenschaften von Staub und Galaxien und der Erkundung fremder Planeten. Immer wieder beweist das James-Webb-Weltraumteleskop seine enorme Leistungsfähigkeit. Die Forscher beobachten junge Sterne in ihrer Entstehungsphase genauso wie Sterne am Ende ihrer Lebenszeit und die Überreste explodierter Sterne, so exakt wie nie zuvor. Wie das Teleskop wurden auch seine Instrumente in internationaler Zusammenarbeit entwickelt und gebaut. Im Fall von MIRI ist das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg einer der Hauptpartner. Dafür erhält das Institut kein Geld. Der Lohn ist Beobachtungszeit. Man baut mit einem Konsortium, in unserem Fall einem europäisch-amerikanischen Konsortium, das Instrument und dafür bekommt man Zeit zurück. Insgesamt haben wir 1000 Stunden zurückbekommen. Das war sozusagen die Währung, die Astronomen besonders interessiert. Also es läuft so ab, dass die Währung, die man zurückbekommt, garantierte Beobachtungszeit ist. James Webb liefert. In einer Qualität, von der die Astronomen nur hatten hoffen können. Zum ersten Mal beobachten sie sehr junge Galaxien bei hoher Rotverschiebung. Das besondere Interesse liegt auch hier auf den Gebieten, in denen neue Sterne entstehen. Die Forscher erkunden so die lebendige Frühphase junger Sterne und ihre Wechselwirkung mit ihrer Umgebung. Woran erkennt man eigentlich Sternenentstehungsgebiete? Man macht Folgendes, man schaut sich erstmal riesige Staubwolkengebiete an. Und wenn man dann genau hinschaut, dann sieht man, dass diese Staubwolken lokal kollabiert sind. Das sind die Sternentstehungsgebiete. Wenn man dann ganz genau hinschaut, sieht man, dass diese entstehenden Sterne, die sogenannten Protosterne, Teile der Materie nach außen über sogenannte stellare Jets nach außen abfeuern. Und dabei entstehen an den Enden sogenannte Schockwellenfronten. Und die kann man in Teleskopen sehr schön sehen. Wenn man sich dann genau das Zentrum anschaut, dann sieht man, dass da eine rotierende Scheibe ist, die Staubscheibe. Und darin sieht man dann sogenannte Fraßbänder. Das sind dunkle Ringe. Dort entstehen dann die Planeten und sie fressen sozusagen diese Ringe frei. Wir wissen heute, das passiert überall so im Universum, so auch in unserem Sonnensystem. Heißt das, unser Sonnensystem ist stinknormal oder vielleicht doch etwas Besonderes? Und die Antwort lautet, nein, nein, unser Sonnensystem ist doch besonders, denn es hängt an den Details der Planetenentstehung. Mit dem James-Webb-Teleskop können die Forscher nun auch sogenannte protoplanetare Scheiben junger Sterne genauer untersuchen. So möchten sie mehr über die Mechanismen der Planetenentstehung erfahren. Besonders über die Entstehung erdähnlicher Gesteinsplaneten. Ein solch junger Stern ist Fomalhaut, rund 25 Lichtjahre von uns entfernt. In seiner protoplanetaren Scheibe identifizieren die Wissenschaftler zum ersten Mal einen Asteroidengürtel außerhalb unseres Sonnensystems. Mit den scharfen Augen von James Webb suchen sie auch nach den Bausteinen des Lebens. Und werden fündig. In Chamäleon 1, einer Molekülwolke, weisen sie anhand der James-Webb-Daten Wasser, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel nach. Es sind aufregende Welten, die das neue Superteleskop für die Wissenschaftler entdeckt. Seine bahnbrechenden Erkenntnisse kennzeichnen ein neues goldenes Zeitalter der Astronomie.
Mit seinem tiefen und scharfen Blick ins Universum verändert das Teleskop der neuen Generation ganze Forschungsfelder und schafft gleichzeitig neue. Das James Webb Weltraumteleskop ist das neue Arbeitspferd der Astronomie, das viele Fragen beantworten soll und noch mehr Fragen hervorbringen wird. Das ist ein Geschenk an die Wissenschaft, ein Geschenk an die Menschheit, weil hier noch Fragen beantwortet werden können, die wir heute noch gar nicht kennen. Die Fragen, die können wir heute noch gar nicht formulieren, auf die wir Antworten bekommen werden durch das James Webb Space Telescope. Also das ist wirklich aufregend und faszinierend, was da gemacht werden kann. Zum ersten Mal können feinste Strukturen benachbarter Galaxien sichtbar gemacht werden. Diese Regionen wurden im optischen und ultravioletten Bereich intensiv mit dem Hubble-Weltraumteleskop erforscht. Doch die Orte, an denen die Sterne entstehen, lagen für Hubble meist im Verborgenen. So blieb die entscheidende Frühphase junger Sterne meist unsichtbar. Ihr Licht dringt nicht durch Gas- und Staubwolken. Die Infrarotinstrumente des James-Webb-Teleskops können durch diese Wolken hindurchschauen und liefern so bisher fehlende Daten zur Geburt von Sternen und zur Entstehung von Galaxien, bis zurück zu den Anfängen. Wir sehen wirklich die ersten Galaxien. Wir sehen die ersten Quasare. Die Frage ist immer, wie typisch sind die Objekte für diese Zeit? Das heißt, also wir müssen noch ein paar mehr Objekte beobachten. Manchmal hilft uns auch ein Trick der Natur. Wenn eine andere Galaxie davor liegt und eine sogenannte Gravitationslinse das Licht verstärkt, können wir noch weiter hineinschauen. Also ich denke, wir kommen jetzt bei den Galaxien tatsächlich an die Stufe, wo wir die ersten Galaxien sehen. Und erste Galaxien heißt auch immer natürlich, wir sehen die ersten Sterne. Und jetzt wird man sich fragen, die Sterne könnt ihr ja gar nicht auflösen, richtig? Die können wir nicht auflösen. Aber die Sterne produzieren die schweren Elemente, Wasserstoff und Helium. Das heißt, wenn wir ein Spektrum aufnehmen und dort Eisen und Kohlenstoff finden, dann wissen wir sofort, dass es da auch Sterne gibt und dass da Sterne entstanden sind. Das James-Webb-Weltraumteleskop markiert ein neues Kapitel in der Erforschung des Universums. Mit der Fähigkeit, auch noch sehr schwache Wärmestrahlung aufzunehmen, liefert es wissenschaftliche Informationen und atemberaubende Bilder von Objekten, die man mit normalen optischen Instrumenten niemals sehen würde. Und die neue Maschine der Astronomie vermag noch mehr. Mit seinen empfindlichen Instrumenten analysiert das Teleskop die Atmosphären fremder Planeten. Durch die Beobachtung im Infrarotlicht spürt es chemische Fingerabdrücke auf, die sonst nicht zu erkennen sind. Und so spielt das Teleskop eine wichtige Rolle bei der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems. Weil das James-Webb-Teleskop so empfindlich ist, kann es etwas, was das Hubble-Teleskop nicht kann. Nämlich es kann indirekt organisches Leben auf Exoplaneten nachweisen. Wie das geht? Wenn so ein Planet vor dem Stern vorbeizieht und in das Sternenlicht eintritt, dann durchleuchtet dieses Licht die Atmosphäre des Planeten und dann kann man eventuell die Absorptionslinien von Ozon und Methan sehen. Und diese beiden Moleküle sind sogenannte Biomarker. Wenn man die sieht, dann weiß man, es muss Pflanzen auf diesem Exoplaneten geben. Also eine ganz wichtige Arbeit des James-Webb-Teleskops wird es sein, die Atmosphären von Exoplaneten zu untersuchen. Es ist eine der großen Fragen der Menschheit. Sind wir allein? Unsere Milchstraße besteht aus über 100 Milliarden Planetensystemen. Theoretisch können die Forscher jeden Stern und jeden Planeten in unserer Galaxis finden. Mit James Webb können sie sich jetzt die Atmosphären extrasolarer Planeten anschauen und nach Hinweisen suchen. Nach den Anzeichen für Prozesse, die zeigen, dass Leben existiert. James Webb ist so vielleicht das Instrument, das zum ersten Mal fremdes Leben nachweisen wird. Wie dieses Leben aussehen kann oder in welcher Stufe der Entwicklung es ist, das steht buchstäblich in den Sternen. Trotzdem, das geeignete Werkzeug, um außerirdisches Leben zu finden, haben die Forscher jetzt in der Hand. Und vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir wissen, dass unsere eigene Existenz kein einsamer Zufall ist.
Was wirklich unheimlich spannend ist, dass wir jetzt die Atmosphären dieser Exoplaneten viel genauer charakterisieren können, und zwar durch Spektroskopie. Wir können das sowohl für die tun, die wir direkt abbilden können, da können wir Spektren aufnehmen. Wir können es aber auch für die tun, die durch diese Transitbeobachtung entdeckt worden sind. Und wir machen das auf der einen Seite für Riesenplaneten, so wie Jupiter, die zum Teil sehr heiß sind, weil sie nah an den Sternen sind. Wir machen es aber auch für Planeten, die erdähnlich sind. Ein Gesteinsplanet in der richtigen Größe und im richtigen Abstand zu einem sonnenähnlichen Stern. Ein erdähnlicher Planet, auf dem Wasser flüssig ist. Das ist das Objekt, das die Forscher suchen. Noch wurde kein Planet mit diesen Eigenschaften gefunden. Die Wissenschaftler sammeln aber immer mehr Beobachtungsdaten. Sie erforschen die physikalischen und chemischen Voraussetzungen, die vor 4,5 Milliarden Jahren zur Entstehung der Erde und damit zur Entstehung von Leben führten. Ganze Gruppen von Wissenschaftlern suchen nach Planetensystemen, die die Grundvoraussetzungen für Leben bieten. Und gewinnen dabei neue Erkenntnisse. Eine internationale Forschungsgruppe des Max-Planck-Instituts für Astronomie hat mit Hilfe von Daten des James-Webb-Teleskops Wasser in der protoplanetaren Scheibe des jungen Sterns PDS 70 gefunden. In der Zone, in der sich gewöhnlich erdähnliche Planeten bilden. Dieser Fund ist spektakulär. Sollten sich dort tatsächlich Gesteinsplaneten befinden oder entstehen, so würden sie unmittelbar von dem dort vorhandenen Wasser profitieren. Der Nachweis ist ein Hinweis auf einen Mechanismus, der potenziell lebensfreundliche Planeten schon während der Entstehungszeit mit Wasser versorgen könnte. Wir haben alle gedacht, dass erdähnliche Planeten, weil sie ja nahe an dem Stern sind, trocken geboren werden, dass es da gar kein Wasser gibt. Aber jetzt haben wir ein Wasserreservoir gefunden und wir haben auch in anderen Scheiben unterdessen Wasserreservoirs in diesen Innenbereich gefunden. Also diese inneren Scheiben können Wasser haben und wir haben damit schon frühzeitig einen Zugang der erdähnlichen Planeten zu Wasserreservoirs. Das heißt, da haben wir einen Stern, eine innere Scheibe, wir haben zwei Riesenplaneten und eine äußere Scheibe. Diese beiden Riesenplaneten haben also den Bereich zwischen der äußeren und inneren Scheibe freigefegt. Was wir jetzt wissen wollten, war, woraus besteht denn jetzt diese innere Scheibe? Und das haben wir mit James Webb gemacht und haben gefunden, dass es da Wasser in dieser inneren Scheibe gibt, in den Bereichen, wo auch erdähnliche Planeten entstehen können. Der Nachweis durch die Daten des James-Webb-Weltraumteleskops könnte möglicherweise ein Beleg dafür sein, dass Wasser einer der frühesten Bestandteile erdähnlicher Planeten ist. Wasser ist für die Entstehung und den Erhalt von Leben unerlässlich. Seit langer Zeit diskutieren die Forscher, wie das Wasser auf unsere Erde kam. Dabei dominiert bisher die Meinung, dass Asteroiden dieses Wasser aus dem All auf unseren Planeten gebracht haben könnten. Der Nachweis, dass sich bereits in protoplanetaren Scheiben Wasser befinden kann, stellt diese Theorie zumindest auf die Probe. Die Entdeckung zeigt, dass lebensspendendes Wasser in Gebieten der Planetenentstehung vorliegen kann. Ein Indiz, dass sich Leben auch in anderen Planetensystemen entwickeln könnte. Ich denke nicht, dass wir alleine sind. Ich würde allein schon sagen, also wir wissen ja heute so ungefähr um die Ausmaße des Universums. Also es wäre ein bisschen viel Platz für eine Spezies. Also das finde ich jetzt, das wäre mir doch ein bisschen zu verschwenderisch umgegangen mit Raum. Nun kann man denken, das passiert bei einem zu Hause auch. Meine Frau und ich denken uns auch manchmal, boah, wir leben zusammen in einem großen Haus. Der ganze Raum ist ja irgendwie verschwendet. So stelle ich mir das auch mit dem Universum vor. Also so verschwenderisch wird man mit dem Raum nicht umgegangen sein, dass man da nur uns reingesetzt hat. Mit dem James-Webb-Teleskop blicken die Forscher nicht nur zu den Anfängen unseres Universums, sondern erkunden auch die 4 Gasplaneten in unserem Sonnensystem. Die 4 inneren Gesteinsplaneten kann das Teleskop aufgrund seiner Stellung zur Sonne allerdings nicht beobachten.
Den Jupiter zeigen die Aufnahmen so, wie wir ihn noch nicht kennen. Riesige Polarlichter im Norden und Süden sind zu sehen. Und die Forscher entdecken einen riesigen Jetstream oberhalb des Äquators. Man sieht sein schleierartiges Ringsystem und die winzigen Monde Almathea und Adrastea. Der Saturn mit seiner Methanatmosphäre verschluckt dagegen fast alles Sonnenlicht. Er erscheint auf den Aufnahmen von James Webb dunkel. Doch seine Ringe aus Geröll und Eis reflektieren das Licht und leuchten hell. Auch Dione, Enceladus und Tethys sind sichtbar. Drei seiner mehr als 140 bekannten Monde. Besonders der Saturnmond Titan ist für die Forscher spannend. Auf den Aufnahmen von James Webb sind zwei riesige Wolkenformationen zu erkennen. Der Titan ist der größte Mond des Saturns. Er besitzt eine dichte Atmosphäre und ist neben der Erde das bisher einzig bekannte Himmelsobjekt, auf dessen Oberfläche sich Flüssigkeiten halten können. Flüsse, Seen und Meere aus Kohlenwasserstoffen wie Methan und Ethan. Wenn wir jetzt Bilder machen können, dann können wir auch Spektren aufnehmen von diesen Objekten. Und ich denke, die Spektren sind sozusagen das absolut Spannende daran. Die Bilder zeigen uns halt, wie scharf wir beobachten können. Und wenn wir das können, dann sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass wir halt dann auch Spektren aufnehmen können. Neptun erscheint im optischen Licht hellblau. Die Darstellung der Nahinfrarotaufnahmen von James Webb zeigen helle Flecken und Streifen. Es handelt sich um Methaneiswolken in großer Höhe. Exakt zu sehen sind auch die erst in den 80er Jahren entdeckten Ringe des Neptuns. Neben den Ringen sieht man auf den Aufnahmen auch einige bisher nicht beobachtbare, schwächere Staubringe. Auch der Eisgigant Uranus, der drittgrößte Planet in unserem Sonnensystem, strahlt im Fokus der Infrarotsensoren auf. Insgesamt kennt man bisher 13 Ringe um Uranus. 11 davon hat das James-Webb-Teleskop in seinen Bildern festgehalten. Dazu sind auf den Aufnahmen einige der 27 Uranus-Monde zu sehen. Mit den Beobachtungen der vier Gasriesen in unserem Sonnensystem wollen die Forscher ihr Wissen erweitern. Und so reicht der Blick von James Webb von den Anfängen unseres Universums bis in die Gegenwart unseres Sonnensystems. Ein Blick, der mehr als 13 Milliarden Jahre umfasst. Dabei erkundet es das im optischen Licht unsichtbare Universum detailreicher und schärfer als je zuvor. Das James-Webb-Weltraumteleskop, was für eine Entdeckungsmaschine, das alles bisherige weit in den Schatten stellt. Da ist zunächst der Blick zurück zu den Anfängen unseres Universums mit den ersten Galaxien und deren Sterne. Außerdem die Entstehung von Galaxienstrukturen mitsamt den Sternen und ihren Planeten. Und das ermöglicht uns natürlich auch, unser Sonnensystem besser zu verstehen. Und ganz wichtig, die Suche nach Lebenszeichen auf Exoplaneten. Seit jeher war der Mensch daran interessiert, den Sternenhimmel zu erkunden. Woher kommen wir und wohin gehen wir? Das sind grundlegende Fragen. Auf der Suche nach den Antworten schauen die Forscher immer tiefer und genauer ins Universum. Bis fast zurück zum Urknall. Sie wollen unser Universum und seine Struktur besser verstehen. Sie wollen wissen, wie die ersten Galaxien und Sterne entstanden und wo und wie sich Planeten bilden. Und am Ende, wie in diesem Universum Leben entstehen konnte. Jede neue Generation von Teleskopen hat den Blick auf unseren Kosmos verändert. Und mit dem James-Webb-Weltraumteleskop haben die Forscher nun ein neues und mächtiges Instrument, mit dem sie das Universum neu entdecken werden.